Hallo Leute und herzlich willkommen zum zweiten Part von Slender. Ja, es ist mal wieder Zeit, dieses grausame Spiel zu spielen. Ich hatte beim Match mal gesagt, dass ich eigentlich Hintergrundmusik einfügen wollte, aber ich habe mir einfach mal gedacht, komm, einmal mach, probieren wir es nochmal und wenn es halt dann nicht funktioniert, dann halt beim nächsten Mal schon. Aber ich wollte es einfach einmal nochmal kurz ausprobieren. Und es geht los. Es geht los. Es gibt Fick. Also meine Haare sehen ein bisschen kacke aus. Das liegt daran, weil ich vorhin ein wenig baden war. Und naja, sieht jetzt halt ein bisschen kacke aus. Okay, und hier sind wir. Ich bin mal gespannt, wie weit ich es diesmal finde. Ich habe ja beim letzten Mal nur ein verficktes Papierchen gesammelt. Was stand es beim nächsten, Reisegebiet? Eins möchte ich noch kurz sagen. Falls ihr im Hintergrund irgendwie ein kleines Gekicher vielleicht hören solltet, macht euch nichts daraus, weil neben mir ist noch eine, jemand, eine Person. Und die ist halt, eine Person, das habe ich geredet. Ja, die ist halt hier neben mir und guckt hier halt ein bisschen. Nee, ein bisschen zu. Und ja, dann kann ich hier nicht lang laufen, weil ein Baum liegen steht. Okay. Das ist das Papier. Okay, es geht los. Das Gepumpe geht schon wieder los. Und ich habe schon wieder vergessen, den Sound anzustellen. Und kaum habe ich begonnen, schon fange ich wieder an zu schwitzen. Perfekt! Oh, nee, komm. Das Blöde ist, ich habe gerade eben Eis getrunken. Das heißt, wenn ich hier schrecke, kotze ich hier ganz, ganz, meinen ganzen Laptop voll. Ich will mich gar nicht umgehen. Da drüben ist die zweite Notiz. Ich habe auch schon mal das Ende von diesem Spiel gesehen. Und zwar, das ist so, wenn man alle gesammelt hat, dann gehen die ganzen Geräusche weg, dann hat man noch ein bisschen frei. Und dann kommt der Slender-Typ einfach vor eure Fresse. Help me, I don't care. Da kommt dieser Slender-Fuzzi einfach vor euch. Genauso wie das normale Ding. Und dann wacht ihr wieder auf und dann ist es Tag. Zwei Seiten von 8. Boah, ich weiß gar nicht, wie lang das dann sein wird, wenn ich das funktioniert. Also ihr glaubt nicht, wie ich jetzt hier schon ein bisschen schwitze. Ich hätte echt ein bisschen Alter. Also falls ich jetzt hier Game Over gehen sollte, dann mache ich kurz so ein kleines Päuschen und tue mich erst kurz beruhigen, dann tue ich eine Hintergrundmusik aus und dann mache ich dann so Scheiße. Noch einmal. Nein. Ich freue mich jetzt echt nicht. Einfach aus dem Grund, weil der kann jetzt einfach gleich hinter mir stehen. Oder gleich vor mir. Okay. Sehen diese Spielchen nicht so unfair wie bei Minecraft mit den Endermans. Die Endermans kommen übrigens von diesem, von dem Slender. Das habe ich mal bei dem Minecraft-Spielchen gelesen, dass die Endermans von diesem Slender blöd waren. Deswegen sind die auch so groß Schlangen. Aber die Endermans haben halt auch. Warum auch immer. Das sieht aber, der Slender, der sieht irgendwie so aus, als hätte der irgendwie so einen Socken im Kopf. Weil das ist ja so ein weißes Ding, ich muss jetzt auch, als hätte so einen Socken im Kopf. Du hast schon mal einen Fänger? Das ist halt so. Ich habe halt eine komische Fantasie. Ja, das kann man sagen. Ja, also, sie redet noch ein wenig, vielleicht kann man sie manchmal nicht verstehen, vielleicht kann ich ein bisschen noch was verstehen, im fertigen Video kann ich ein bisschen, Untertitel einfügen, damit man dann weiß, was sie da so ein Shit gelabert hat. Nein, das war nicht. Oh, da ist wieder hässlich Zaun. Oh, da ist wieder hässlich Baum. Hässlich Zaun, hässlich Baum. Fast. 20. Fast. Fast. Baum, Baum. Kann er... Déjà-vu? Bin ich hier nicht... Ich hab Déjà-vu. Es kann sein, wenn man den sieht, wenn man den sehen sollte mit der Taschenlampe, dann macht BAM! Und ich weiß nicht, wie laut das BAM dann, wie laut das sein wird. Ich glaube so laut, dass ich einen Herzinfarkt bekomme. Ja, klar. Das kann passieren. Du weißt nicht, was alles passiert.
Ich könnte mich jetzt kurz umdrehen, aber ich lasse es nicht. Ich finde halt keine weiteren Blätter. Ist auch nicht so schön. Noch Minuten. Mann, ich schwitze schon wieder durch die Gegend. No. Yeah, oh. Ah, der nächste, unser nächstes Ziel. Oh nein. Nein, nicht den, nein, da gehe ich nicht rein. Leute, ich habe schon Videos gesehen. Und wenn man da drinnen ist, das ist total eng. Da kannst du leicht von diesem Slenderman erwischt werden. Da ist eigentlich Slender, aber egal. Also da gehe ich echt nicht rein. Ich glaube, da werde ich auch nie in diesen Let's Play reingehen. In diesen Hardcore-Let's Play, wie ich es jetzt nenne. Ich werde da echt nicht reingehen. Pass auf, ich drehe mich um und dann sofort ab. Ich drehe mich um. Ich habe mich. Wie ich auch im letzten Part schon mal erwähnt habe, ich habe gesagt, ja, ich habe ein Video davon gesehen, so hardcore ist es nicht, ich gehe selber, ich schwitze und zittere mir einen weg. Achso, was ich noch sagen muss, wie ihr seht, ich bin in einem anderen Raum wie bei Sonnenstürmer, ja, wie bei Minecraft und wie beim letzten Part. Hier, schöner weißer Hintergrund mit einem Lichtschalter da. Oh, Schwacken! Okay, das ist gut. Ich habe auch gehört, wenn man das Licht aus hat, kann uns das Länder nicht so leicht finden. Aber ja, ich lasse es nicht. Ah, ein neues. Bin mal gespannt, wo ich hier erschreckt bin. Bestimmt, wenn ich da jetzt hingucke, steht er da. Fang an gleich zu bauen. Oh. Nächste Notiz! Komm mit mir! Oh, ein neues Sound! Hallo, Mann! Ja! Ja, ich hab grad eben den Namen von ihr gesagt. Den Namen darf ich ja sagen, aber den Nachnamen sag ich, nicht. Leider. Drei Seiten. Von acht. Oh Gott, ich bin nicht mehr. Noch gerne, ich bin nicht mehr. Ich kann auch verstehen, warum ein Zaun um den Wald ist. Ich kann es verstehen, weil das Slender ist. Slender. Und deswegen. Ich wundere mich, dass der da raus ist. Neues Gebiet? Oh ja. Vielleicht auch mit der Hälfte. Ich glaube, das ist schon eins sein. Ja, gut, das ist schon da. Why? Ah! Da war er grad! Verdammt! Oh! Verdammte Scheiße, habt ihr den gesehen? Ah! Verdammte Scheiße, der stand da grad! Oh, Scheiße! Fuck! Hast du den gesehen? Ich hab den gesehen, der stand da gerade eben!
Wir haben doch gerade eben gesehen, wie das so TV-Dingens kam. Ich wollte gerade eben das Programm umschalten. Alter! Ich wollte gerade noch sagen, Scheiße ab. Aber jetzt dreht mich gar nicht um, weil der kann da immer noch sehen. Das erste Mal, dass ich mich erschrocken habe in diesem Spiel. Ich habe auch im ersten Part gesagt, ich habe das Spiel noch nie angetestet. Ich habe mich einfach nicht getraut. Und außerdem habe ich mir das lieber aufgegeben für das LP. Oh, fuck, Alter. Oh, Mann. Oh. Wenn ihr jetzt wüsstet, wie mein Herz hier rumklopft, ey. Ich bin ja schon fast aus meinem Körper rum. Alter. Und am Ende, wenn man dann 7 Blätter hat, da drehen die Geräusche am Rad. Das Block. Und bei jedem Spiel müssen mich ja die Spielentwickler hassen. Wie immer. Gab es eigentlich jemals ein Spiel, wo mich die Spielentwickler mal nicht gehasst haben? Oh fuck, jetzt kann's ewig werden. Also ich mich schon, ich sehe mich schon gut. Geil, da ist halt keins. Da hab ich's ja schon. Aber ihr habt ihn gesehen. Ihr habt ihn doch gesehen, oder? Ja, also ich hab ihn schon. Der stand auf einmal daneben diesen, was auch immer, Auto da. Also. Wenn ihr denkt, dieses Spiel ist harmlos, dann denkt ihr zu was. Vielleicht ist es für mich extrem hardcore, für manche ist es total lahm. Aber. Aber wie der da auf einmal da stand! Aber ich werde es nicht abbrechen. Ich habe es beim letzten Mal abgebrochen, weil es einfach für mich zu viel war. Morale Frage. Das stimmt. Ja. Ja, Der stand da gerade. Ja, ich weiß. Aber, kann man so sagen, stirbst du da erst. Also, wenn du den siehst, wenn er genau vor deiner Fresse steht, dann machst du so. Und dann siehst du so sein Gesicht ohne Augen. Der hat ja keine Augen. Und dann siehst du den so, wie der da so abspannt. Und dann ist vorbei und dann fängt alles nochmal von vorne an und muss nochmal eine Seite machen. Was für ein Spiel denn hier? Ich werd nicht ab. Leute, ich werd einfach nicht ab. Ich möchte es jetzt durchziehen. Weil jetzt, wo wir jetzt 3 Seiten haben und dann auf einmal aufgeben. Scheiße, wenigstens vielleicht die Hälfte erreicht, aber. Ach, wir jetzt gucken dahin oder steht er? Ich muss mir mal vorstellen, mein Kopf ist wenn du dich nie in Ruhe lassen. Ey, wenn du damals mit dir und Lulis und so. Ja, ich glaube, hier war ich schon. Wenn die irgendwann mal vorhaben, in Minecraft diesen Slammer-Blödmann da einzufliegen, dann würde ich. Bring ich den um, der wurde. Wo die Idee hatte, den da einzufliegen. Pass auf! Jetzt gehe ich dahin und der steht da. Ja, mein Herr. Diese Zeit schon ab. Nein, das liegt einfach so am Spiel. Also wenn es liegt ja spannend, weil es meistens immer so komisch merkt. Ich kann es. Und ja, ich kann es. 15 Minuten, ich kann ja zum Glück jetzt mehr Minuten machen. Ich habe eine Vision wieder an der gleichen Stelle. Ich wieder an der gleichen Stelle.
Doch, ich glaube, du bist. Warte mal, ich glaube, das letzte Video ging 13 Minuten. Das hier wird bestimmt. Das sagt nicht bereit. Oh, weißt du, was die Gefahr ist, wenn ich mich erschrecke und dann mit einem. Fuck! Ach ja, guck mal, ich laufe irgendwie die ganze Zeit um den Grund, weiß ich nicht. Was soll ich denn? Wenn ich mich erschrecke, kann es sein, dass ich mein Kopf an der Wand anschieße. Oh. Also Leute, wie man sieht, ich laufe ganze Zeit im Kreis rum. Hab ja nicht mehr was zu tun, ne? Hab ja auch nichts anderes zu tun, als dieses Horrorspiel zu spielen. Aber ich wollte, aber. Oh! Nein! Geh weg! Geh weg! Boah! Wo immer du bist! Bleib weg von mir! Bleib weg von mir! Hast du das jetzt gesehen? Der war bestimmt irgendwo gerade bei mir in der Nähe. Der war bestimmt hinter dir. Der war, ja! Also okay, wenn er neben mir gewesen wäre, dann wäre ich tot jetzt. Oh! Oh! Oh, ich bin gerade so erschrocken, dass ich das Spiel nicht so drauf. Hey! Nein. 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 Taschenlampe? Taschenschlampe! Hallo? Hallo? Ich kann's nicht los. Ich muss aber nicht. Ja, das ist schön. Nice. Was ist auf einmal los? Ich seh. Ach, fuck. Was? Keine Ahnung. Oh, warum ist die Treppe? Keine Ahnung! Batterien leer, ich hab keine mitgenommen, ich bin blöd. Ich werde das Spiel erst abbrechen, sobald ich dort bin. Ich hoffe, das passiert jetzt. Okay. Okay, jetzt fängt das Schwitzen Warum? Mit der los. Oh ne, ich glaube, wir sind wieder da, wo die gelascht worden. Ja. Wo wir nicht sind. Wuhu! Ich schwitz! Sieht aber auch nicht mehr viel. Warte, das ist Lampe jetzt wirklich. Der ist gleich ja gar nicht grün, Leute. Was ist denn grün? Ich komm. Nein, das ist nicht. Nein, das ist nicht. Ich glaube, ich habe jetzt mal irgendwie. Das gibt ja so richtig Späße. Da sieht man gerade eben diese Abspatt im Hintergrund. Das sieht man gleich nicht gut. Ah! Was? Was war das jetzt? Okay, der war anscheinend irgendwo gerade. Der war gerade anscheinend irgendwo, wo ich ihn gerade nicht gesehen habe. Man hat jetzt auch gerade das Geräusch gehört, das BAM! Mein Herz, ich mein Herz. Nicht.
Warum es findet man so ein scheiß Spiel? Ja, das ist. Keine Ahnung. Ich wollte jetzt eigentlich gerade irgendwas erzählen, aber. Nee, komm! Leute! Leute! Oh. Leute, ich kann echt nicht mehr. Ihr habt gerade eben. Ihr habt's gesehen. Ihr habt ihn einmal gesehen. Gerade eben hat's auch gerade ein Geräusch gemacht. Ich habe den überhaupt gar nicht gesehen. Hast du den gesehen? Nein! Leute! Slender ist ein gutes Spiel eigentlich, aber. Aber nach einer Weile, da fängst du an zu schwitzen, zu zittern. Aber was mich gerade echt angekotzt hat, dass die Taschenlampe ausgegangen ist. Das hat mich jetzt echt angekotzt. Oh, fuck you. Leute, damit es nächstes Mal ein wenig geschmeidiger läuft, werde ich beim nächsten Mal Hintergrundmusik einfügen. Das war jetzt aber echt irgendwo, oder? Das war halt so scheiße, ey. Ich bin so erschrocken. Ich würde mal sagen, beim nächsten Mal sehen wir seine Fresse. Und zwar in voller HD. Ja. Ich freue mich schon riesig. Ja. Gut, Leute, das war Let's Play Hardcore Slender. Hardcore Let's Play Slender Part 2. Ein sehr spannender Part, wo wir drei Seiten gesammelt haben. Einmal seine Figur gesehen haben. Ah! Da war er grad! Verdammt! Oh! Verdammte Scheiße, habt ihr den gesehen? Ah! Verdammte Scheiße, der stand da grad! Einmal das Geräusch gehört haben. Ah! Was? Was war das jetzt? Und wo die Taschenlampe einfach komischerweise ausgegangen ist. Und ich bin gerade so erschrocken, dass ihr das Spiel nicht so drauf. Hey! Nein. 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 Taschenlampe? Taschenschlampe! Wo es gepritzelt hat. Ja. Und wo es natürlich auch gepritzelt hat. Also, hat ja nicht mehr was zu tun, ne? Hab ich auch nichts anderes zu tun, als dieses Horrorspiel zu spielen. Aber ich wollte, aber. Oh! Nein! Geh weg! Geh weg! Wo immer du bist! Bleib weg von mir! Also, da wollte das Programm umschalten. Gut, Leute, ich würde sagen, ich glaube, das reicht jetzt auch erstmal. Mein Herz tut gerade extrem kacken. No. Ja. Gut, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. No.